hier ist wieder Alex von Aquifils Filmecke. Ja, und dieses Mal geht's wieder weiter mit meiner Filmsammlung. Und zwar, wie letztes Mal angekündigt, den X-Rated Hardboxen. Und ja, nun war ja eine schön, damals eine schöne Zeit, den ganzen Kram auf DVD zu sammeln. Heute gibt's dafür eher Mediabooks. Na gut, was X-Rated da alles rausgebracht hat, könnt ihr ja selbst sehen. So, man sieht hier, ich habe ein bisschen was ausgekramt aus der hinterletzten Ecke. Fangen wir mal an, das sind alles hier die X-Rated Hardboxen. Einmal Caligula, Imperator des Schreckens und Sexsklavin des Cäsar. Ultimative Spezialedition, ja, die Filme sind auch sehr speziell und nicht unbedingt gut. Oase der gefangenen Frauen, ja, Sexploitation hat X-Rated gerne rausgebracht. Das Ding hier, ja, naja. Genauso wie das Foltercamp der geschändeten Frauen. Diese Titel sind der Hammer. Wie gesagt, man hat die Dinge halt mit gesammelt, genauso wie das Straflager der Geschändeten. Ne, also die beiden hier, Oase der gefangenen Frauen und das Foltercamp da, bla, sind natürlich eher mau. Straflager der Geschändeten, die asiatischen Vertreter immer eine Nummer fieser. Ja, Angelina von allen begehrt, das ist halt ein Erotikfilm. Ein Klassiker würde ich es nicht nennen. Naja, das X-Rated halt auch so viele, ich sag mal, Soft-Erotik rausgebracht hat. Na gut, Women Behind Bars, auch von Jess Franco mit Lina Romay. Naja, Frauengefängnis 2, auch nicht wirklich ein Klassiker. Genauso wie Emanuele Nera und ihre wilden Hengste. Alles eher so Sexploitation-Erotik-Kram. Genau wie die Frau vom heißen Fluss. Alles nicht unbedingt sehenswert. Das Camp der gelben Tigerinnen, der war, glaube ich, ist ewig her, ne, durchaus auch, ne, recht spannend gemacht. Ja, Tokugawa, zweites Freudenhaus von Nagasaki, ne, der zweite Teil der Reihe, recht derbe, ne, aber durchaus sehenswert, wer Sexploitation mag. Flavia, Leidensweg einer Nonne, ein ganz großer Klassiker der Nunploitation, der ist durchaus heftig. Also auch für Fans von Torture Porn ist da ein bisschen was dabei und Sexploitation-Fans, ne, gehen da natürlich voll auf. Le Demons, Director's Cut, ein Film ohne Tabus, ja, Jess Franco. Das sagt eigentlich alles. Na, mal weg von dem ganzen Sexploitation-Schwachfug. Oh, ich kann hier nicht auf Dauer knien. Dark Forest, Aliens des Grauens. Ja, von Sexploitation-Schwachfug zu dieses Cover. Ne, als ob dem da ins Gesicht, naja, zu Horrorschwachfug. Geht auch mit Horrorschwachfug weiter, mit Creepozoids. Ne. Naja, so, aber X-Rated hat nicht nur Sexploitation und Crap rausgebracht, sondern auch Gialli. Und Stimme des Todes, der gefiel mir damals recht gut. Kein großer Knaller, aber durchaus nett. Western haben sie auch rausgebracht. Sartana, noch warm und schon Sand drauf. Der war ganz cool. Ja, Afrika Adio Onkel Tom, natürlich ähnlich wie Afrika Adio umstritten, aber gar nicht mal schlecht der Film und nicht uninteressant. Ja, hier Knochenbrecher im Wilden Westen mit Chen Li, Klaus Kinski und Gordon Mitchell. Der Gelbe ist super, oh Mann. Cooler Western-Kung-Fu-Mix. Ja, Afrika Adio restaurierte Fassung, hatte ich ja schon was zu gesagt, als ich das Mediabook besprochen hatte. Cooler Film, nicht unumstritten, aber durchaus interessantes, ja, Produkt seiner Zeit. Naja, oh, und es geht weiter mit den Gialli. Der Tod wartet in Venedig von Ruggero Deodato, von Nackt und Zerfleischt Ruhm, war ein ganz netter Giallo. So, ich hole mal hier ein paar runter, dass es ein bisschen schneller geht hier von der Taktung. Blutiger Schatten, der zweite in der Giallo-Serie, der war ganz cool. Ja, hier wieder geht's weiter mit den Sexploitation-Dingern. Ich habe die Teile, also diese Boxen damals gesammelt. Und da ist natürlich auch einiges von so einem Crap denn mal, ja, mit in die Sammlung gewandert. Genauso wie Lust for Frankenstein. Ne, also, ne, wer Granny-Porn mag, der findet da durchaus ein bisschen was. Zurück zu interessanteren Sachen wie Torso. Ganz netter Giallo. Ne, der erste aus der Reihe. Und Puppet Master. Ja, Puppet Master 3 hat mir sehr gut gefallen, mit einer der coolsten der Reihe. Der zweite Puppet Master, auch hier immer noch X-Rated Hardboxen, auch sehr cool. Django, Leck, Staub von meinem Colt, ne, auch cooler Western,
der etwas härteren Gangart. Ja, Rawhead Rex, ich verstehe, warum Clive Barker nach dem und Underworld mit Hellraiser das selber in die Hand nehmen wollte. Eine ziemliche Gurke. Demonic Toys, so ein bisschen ein klassischer, ne, Spielzeug, Puppen, Monsterviecher, ist in Ordnung. Eugene the Sard, mit Soledad Miranda von Jess Franco, ist natürlich für Fans von Francos Filmen sehenswert. Ich weiß nicht, also damals fand ich ihn ganz nett, heutzutage, naja gut. Papaya, Liebesgöttin der Kannibalen, also hier mit C geschrieben. Ja, einer der schwächeren Kannibalenfilme, aber auch nicht einer der ganz schlimmsten. Joe D'Amato halt. Terror House, ja, mit irgendeinem Rattenviech war das, glaube ich, ewig her, als ich ihn gesehen habe. Naja, war nicht so prickelnd. Ja, weiter geht's mit Nunploitation. Nonne von Monster, der war, glaube ich, ganz solide für Nunploitation. Fünf blutige Stricke, cooler Film, hat mir Spaß gemacht. Der Nonnenspiegel, definitiv auch einer der interessanteren Nunploitation-Filme. Da hat X-Rated ja sehr viele rausgebracht. Wie auch die Nonne von Verona mit Ornella Muti und Anne Haywood. Ne, wer solche Filme mag, definitiv sehenswert. Ja, Blutmond, Terror of the She-Wolf. Klingt cool, ist es nicht unbedingt gewesen. Ja, Jungfrau in den Krallen von Zombies. Der Klassiker von Jess Franco. Eine ziemliche Gurke irgendwo. Subspecies, ja, billiger Vampirfilm. Per Sempre, für viele ein Kultklassiker übrigens, aber Per Sempre von Lamberto Bava, ja, es ging bergab mit ihm nach seinen Dämonenknallern. Die Nacht der blanken Messer, wieder ein Giallo, sehr cool, hat mir gefallen. Emmanuel und die letzten Kannibalen, auch ein Kannibalenklassiker, sogar einer der etwas besseren Kannibalenfilme, na, hier ein bisschen Staub dran. Kann man sich angucken, ist aber kein Meisterwerk. Und Oase der Zombies, ja. Jess Franco, wenn mich gerade wieder nicht alles täuscht. Jess Franco natürlich. Oh Mann, ziemlicher Zombie-Trash. So, und weiter geht's mit Video-CDs. Ja, das gibt's auch noch. Time and Tide, ne, von Tsuyak. Cooler Film, hat Spaß gemacht. Proteus, na, so ein billiger Alien-Verschnitt mit Unterwassermonstern. Gar nicht so beschissen, wie man denken mag. Ja, Wolf Soldiers oder Dog Soldiers, natürlich inzwischen auch ein kleiner Klassiker. Ganz netter Film. Hier, Purple Rain hieß er, glaube ich. Purple Rain, Purple Storm. Ein ganz passabler Hongkong-Actioner um 2000 rum. Ja, hier sind natürlich auch ein paar Catch-3-Knaller, weil damals kommt man ja nicht an, dass das irgendwann mal teilweise auf Blu-ray rauskommt. Daughter of Darkness 2 war, glaube ich, ganz passabel. Nur irgendwas klebt dahinter. Na gut. A Better Tomorrow 3. Nicht so gut wie die ersten beiden, aber immer noch ganz unterhaltsam. Life Junkers Darkness, das ist sogar eine DVD aus Japan. Ne, die Uncut-Fassung, bevor dann nochmal, ne, die lange Langfassung rauskam. The Rape After klingt erstmal ziemlich billig, ist aber ein ganz solider asiatischer Splatter-Horrorfilm. Ja, The Storm Riders, die Uncut-Fassung, also in Deutschland fehlte damals ziemlich viel Handlung, ist halt ein Effektspektakel mit fragwürdigen Effekten und ein bisschen hohl, aber macht durchaus Spaß. Ja, Diary of a Serial Killer, krasses Ding, auch ein Cat-3-Schocker, wie man ihn nicht häufig sieht. The Opium War auf Video-CD, geiler Film über den Opiumkrieg in China und den Boxeraufstand. Double Tap, ja, solider Actioner aus Hongkong. Hier dann, jetzt muss ich selber nochmal gucken, das war The Duel. Das titelgebende Duell ist cool, davor viel Pathos und bla. Ja, Legend of the Flying Swordsman, der war auch solide, kann man sich angucken. Ne? Hongkong-Kino hatte bessere Tage erlebt schon. Hier, Color of Pain, kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, wie der war. Hier auch ein Cat 3, Action Western, Seven Nights. Ja, ich kann es auch schlecht beurteilen, weil ich glaube, kein Untertitel hier drauf waren. Ja. So, dann, oh Gott. King of the Sea habe ich ewig nicht gesehen, keine Ahnung. Na, dann A Day Without a Policeman. Cat 3, wenn mich nicht alles täuscht gerade. Action-Thriller, war ganz solide. Das hier hatte eine
Kumpel mir mal gegeben. Naja gut, das hier, oh Gott, Magic Sword, der war, glaube ich, ganz unterhaltsam. Man sieht ja auch schon, worum es geht. Ja, Min Behind the Sun 4, das Nanking Massacre. Ne, als noch nicht klar war, dass der tatsächlich irgendwann mal auf DVD rauskommt, habe ich auch schon was zu gesagt. Dann hier Run and Kill, auch krasser Cat 3 Schocker, True Crime mäßig, können die Chinesen ja ganz gut. Fist of Legend, Klassiker mit Jet Li. Nun, sind ja schöne Sammlerstücke, aber filmisch betrachtet ist das teilweise echt ein, was Leute alles lieber besitzen als Geld, ist schon unglaublich. Nun gut, naja. Das nächste Mal wird es dann eine wilde Mischung aus verschiedensten Genres, ne? Ein bisschen Splatter, ein bisschen normale Actionfilme. Ne? Könnt ihr dann ja auch schauen, was da denn alles wirklich mit dabei ist. So, das war's. Ich freue mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, teilt es, abonniert gerne auch meinen Kanal und schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, hier habt ihr noch eine Playlist mit ähnlichen Videos, eine Empfehlung von YouTube und ja, eins meiner neuesten Videos auch noch zum Anschauen, um die Zeit zu überbrücken. Also, viel Spaß noch.